Automatisierung wird automatisierter werden. Also wir werden in Produktionsanlagen deutlich mehr künstliche Intelligenz und auch Lernfähigkeit haben. Und wir werden das auch systematischer hinbekommen, dank den Bemühungen, die wir unternehmen im Bereich KI-Engineering. Wir werden mehr autonome Systeme und Roboter haben, die aber viel enger mit dem Menschen, viel intuitiver und kollaborativer mit dem Menschen zusammenarbeiten. Wir werden eine Vielzahl von Selbstorganisationsprozessen haben auf verschiedenen Ebenen. Also mit Selbstorganisation meine ich sowas wie Plug and Work, Plug and Produce, dass sich komplexe Anlagen, ohne dass man sie zentral steuert, selbst organisieren und zusammenspielen. Und dieses Prinzip, das wird über alle Skalen anwendbar sein, also auf dem Shopfloor einer Fabrik bis hoch zu ganzen internationalen Wertschöpfungsketten. Automatisierung wird automatisierter werden. Also automatisierte Automatisierung führt letztendlich auch zu mehr Flexibilität und zu höher dynamischer Wandelbarkeit von Fabriken. Und das braucht man, wenn man kleinere Lose fertigt oder wenn man häufiger Produkte und Produktvarianten wechseln möchte. Mensch und Technik werden, da sind wir fest davon überzeugt, sehr symbiotisch zusammenarbeiten. Dann müssen wir aber auch in besonderer Weise die Themen Datenschutz und Privatheit berücksichtigen. Und auch da sind Technologien auf dem Weg, um das unter einen Hut zu bringen. Und ganz besonders wichtig und auch wegen der aktuellen Ereignisse wahrscheinlich in der Zukunft wesentlich wichtiger, das wird das Thema sein: Cybersicherheit von Produktionsanlagen.